Und sie schieben sich ihre Schuhe in die Schuld. Waschen sich dann ihre Hände in Unschuld und dann betrügen sie sich und alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und dann stecken sie ihre Hände in die Taschen und jucken sich am Sacken. Abgewählt. Wahlversprechen mehr als knapp verfehlt. Aus Fehlern lernen dann wohl nur noch die anderen. Die anderen Generationen, mit denen sie nichts mehr am Hut haben. Der Hut, der hat drei Ecken und im Eimer ist ein Loch. Dann stopf es, lieber Heinrich, lieber Heinrich, lieber Heinrich, dann stopf es. Womit denn, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese, womit denn? Mit Stroh, lieber Heinrich, lieber Heinrich, lieber Heinrich, mit Stroh. Ja, die Taschen vollgestopft und Stroh ist irgendwie sehr viel in den Köpfen dieser Puppen, die da im Kabinett sitzen. Grusel ist wirklich da zum Anfassen. Hassen ist eh schon lange eine Tugend dieser Volksvertreter. Sie vertreten sich dann draußen vor wichtigen Entschlüssen die Füße oder müssen schnell mal pissen. Inhalte vermitteln Fehlanzeige. Lieber mit dem Finger zeigen auf die, die das haben, das, was man selber gerne hätte und nicht hat. Mut und Zivilcourage. Sich gegenseitig platt machen, auslachen. Narren und Narzissten in einem Stall und Nazis überall. Die aber keiner erkennt, weil ihre Parolen lange bei Facebook verstreut wurden. Tröpfchen für Tröpfchen in die kleinen Köpfchen. Stroh saugt gut auf. Da geht kein Tröpfchen aus dem Köpfchen wieder raus. Mit einfachsten Mitteln der Angst wird von der Inhaltslehre abgelenkt, denn die Inhalte sind schwupps schon längst in den Wirtschaftsschlund gerutscht. Und wenn die Inhalte dann mal an einen Luftröhreneingang geraten, die es merken, in Panik. Denn dann muss man tief einatmen, aufatmen, nach Luft schnappen, dann klappen plötzlich die Scheuklappen weg. Vor Schreck muss ich dann kotzen. Deswegen muss unbedingt ein Einheitsbrei her. Kaum eine Verschluckgefahr. Wunderbar. Und man sagt schlimme Dinge und dann kann man sagen, oh, ich wurde missverstanden und ich meinte das nicht so. Dann sind alle froh. Dann muss dieser Mensch ja nicht weiter verfolgt werden. Und dann muss sich keiner mutig und eindeutig dagegen bekennen. Oder schlimmer noch, dafür. Für Freiheit, für Gleichheit und für die Rechte der Menschen, aller Menschen. Dann kann man über die schlechte Kommunikationsmethode und die schlechte Wortwahl richten und die Wörter verdrehen und an dem Gesagten schrauben. Es war ja nicht so gemeint. Ach ja. Das soll man dann glauben, mit dem Wissen, dass ausgebildete Schreiberlinge und Linguisten diese Redensflagellisten? Worte sind vernichtend und die nächste Parole ist schon geschrieben. Am Anfang war das Wort. Diese Wirkung setzt sich auch nach 2018 Jahren fort. Nein, das ist nicht übertrieben. Ups, es war nur ein Wort. Wie konnte ich mich nur so versprechen? Entschuldigung. Oh, es war nur ein Wahlversprechen. Verzeihung, sollte ich damit jemand zu nahe getreten sein, tut es mir leid und ich packe dann mal lieber ein und so versiegen diese Versprechen nach den Wahlsiegen und, oh nein, ich muss brechen. Schon wieder kotzt. Wer was wann gegen oder für wen sagt, steht im Drehbuch. Eben, Wirtschaftsmarionettenpuppen. Ja, und nur drum rummotzen, sich beschweren, hilft auch nicht viel. Schon klar. Ich benutze genau die gleichen Medien, wo Lügen verbreitet werden, schneller als mein Herz schlägt, schneller als mein Atem geht, schneller als meine Wimper zuckt. Diese Medien,
die das Rezept für die große Volksverdummung und Manipulation bescheren, benutze ich und scheue mich nicht vor dem Datenklau. Ja, ganz genau. Es wird gelogen und betrogen und ich bin eingeloggt und lasse die Datenabzocker gewähren. Warum? Will oder kann ich mich nicht mehr wehren? Ich bin voll gespammt und lasse es zu, dass diese Politik mit Trug und Fälsche einherzieht. Über uns wird einherziehen, wenn wir nicht wach werden. Lug und Trug und VW, Audi, Mercedes-Benz vergasen, was sie wollen. Lug und Trug, die Chinesen überrollen uns mit ihrer Ware. Lug und Trug, Geschmacksverstärker täuschen unsere Zungen. Lug und Trug, FIFA und Co. zeigen ihr wahres Gesicht. Sie wollen nur Geld, fairen Fußball nicht. Lug und Trug, einer will über das Wasser herrschen. Lug und Trug, die Zuckermafia bekommt Konkurrenz. Lug und Trug, all inclusive, Plastik in die Meere werfen. Viel Spaß und Entspannung beim All-Inclusive-Peeling. Wir sind die Plastik-Barbie-Puppen, die Konsum-Marionetten und fressen unseren eigenen Müll. Viel Vergnügen, aber bitte kein Gefühl. Wer hat den größten Fisch an der Angel? Großes Gerangel an der Reling. Dem Plankton ist das Mikroplastik ziemlich egal. Es hat kaum eine Wahl, ist zum Säubern da. Eine Schnecke frisst es. Sie findet die Beute noch wunderbar. Ein Fisch kommt vorbei. Plankton, Schnecken, Plastikfüllerei. Und das Ende von diesem Lied? Wir essen die Fische. Bon Appetit.